Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum PBR Spieltag Nummer 6 dürfte es sein, im vorletzten Spieltag gegen Mindchip und seinem Team Froze Mad. Das Team besteht aus einem Glurak X, einem Pixie, einem Lamos, einem Simsala, einem Empoleon, einem Piondragia, einem Rihornio, einem Muruda, einem Siviridium, Drapion übrigens auch den Seestein, einem Zerdodri und einem Komala. Das Team hat im Allgemeinen recht wenig Momentum, aka nur Komala hat wirklich gutes Momentum. Ansonsten muss man sagen, ist es tendenziell sehr balancy unterwegs. Also wir haben natürlich Gefahren wie Saat-X auf jeden Fall, die muss man immer respektieren. Pixie, der mal ein bisschen nervig ist, wo ich keinen Bock drauf habe. Aber ansonsten finde ich zumindest, sieht das Matchup für uns gar nicht so kacke aus. Und sowas ist immer so ein bisschen gefährlich für mich, weil ich mir dann immer denke, mache ich was falsch im Teambuilding, ne? Wenn ihr versteht, wie ich meine, dass man quasi seine guten Karten falsch ausspielt. Ansonsten sowas wie Simsala ist auch immer ein bisschen nervig, weil wenn der Fokus gut hat, kann der quasi immer einen Move überleben und ist quasi immer ein Revenger. Da bringen auch einem Tarnsteine. Leider Gottes, muss man wirklich sagen, nicht wirklich irgendwie groß was. Und ansonsten sind da recht viele Monster bei, die halt so okay sind, aber nicht schlecht sind. So ziemlich alles ab dem B. Ich finde Viridium noch etwas scary mit dem Z-Move und Dodri, weil die halt beide sehr schnell ist. Aber ansonsten würde ich sagen, kriegen wir das meiste tatsächlich recht gut gehandelt. Denn wir haben heute mit dabei unser Mega-Aerodactyl. Natürlich so ausgelegt, dass wir schneller sind als Simsala, haben ansonsten Max Attack und als Angriffsattacken Steinkanter, Eros, Knirscher und Erdbeben. Das heißt, ich habe mich dazu entschlossen, quasi gegen alles einen sehr effektiven Move zu haben, außer Pixie müsste es sein und halt Komala, aber Komala hat jetzt nicht wirklich hohe Def. Pixie kann ihn relativ gut checken und wer ihn tatsächlich auch recht gut checken kann, ist Rihornio. Durch Felskern hat er nicht wirklich eine krasse Erdbebenschwäche, also das sind zwei Mons, die mir durchaus ein bisschen auf die Nerven gehen, weil die Mega-Aerodactyl ein bisschen aufhalten. Und Mega-Aerodactyl sieht ansonsten absolut geil aus. Natürlich sowas wie physisch-defensives Lamos und so lebt natürlich auch nochmal ganz gut. Aber im Allgemeinen, wenn wir auf den meisten Mons Chip drauf bekommen, kann Mega-Aerodactyl die eigentlich alle abholen und bieten. Den Rest der EVs habe ich natürlich noch in HP gepackt und die vier noch in die Death. Dann haben wir Katana wieder mit dabei, mit Laubklinge, Smart Strike, Aero Ass und der Rückkehr tatsächlich und dem Normalium Z. Ich fand nämlich am Ende des Tages war Rückkehr somit das Beste, was ich overall spielen kann, weil Laubklinge hilft uns gegen das meiste und alles, wo gegen Laubklinge nicht so viel hilft, aka so Drapion oder Muruda, können wir auch Smart Strike drücken, was dank Step auch auf relativ denselben Damage kommt wie wie Smart Strike. Aeroas ist noch dabei, damit wir das Viridium immer rausnehmen können. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, Rückkehr ist somit das Beste, was wir noch spielen können, damit wir Glurak X am besten treffen. Und das ist auch der Move, der am meisten Schaden macht. Ich habe auch erst über die Sancto-Klinge nachgedacht. Einfach auch wegen Komala, wegen Empoleon, dass wir dann nochmal die sehr effektive Attacke haben. Es kann aber gut sein, dass wir oft mal in so einer 50-50 sind. Sancto-Klinge ist so naja gegen das Team, wie ich finde. Es ist schon okay, aber es ist nicht mega geil. Und ich wollte halt den meisten Damage vor allem gegen Glurak X rausbekommen, weil wir damit, glaube ich, roundabout 35-40% an Damage machen können. Und das finde ich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also ein Glurak X, das defensiv ist, kann im Übrigen auch dieses Katana recht gut checken. Also das steht komplett außer Frage. Da müssen wir halt gucken, dass wir den auf jeden Fall einigermaßen gehandelt bekommen. Vor Glurak X tatsächlich habe ich recht viel Respekt, auch defensiv, offensiv. Ich habe gar keinen Bock auf den, genauso wenig wie auf Pixie. Ich habe nämlich auch anfangs überlegt, ob ich Katagami sogar zu Hause lasse, weil ich den nicht unbedingt mega strong finde, aber als Speed Control ist der sehr nice und normalen Mon haben, was eben Pixie und Rhyperior vor allem tötet, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Heatran mit dabei mit dem Expertengurt heute. Wir sind sehr speedy unterwegs. So dass wir halt eben eigentlich alles outspeeden, was wir wollen. AK noch ein bisschen über Drapion ohne Speed kommen. Wir haben Flammenwurf, Lichtkanone, Erdkräfte und Finsteraura mit einem Modestwesen dabei. Den Rest einfach in HP gesteckt. Und in Expertengurt, weil wir damit eigentlich auch alles im gegnerischen Kader two-shotten. Insofern wir natürlich den richtigen Move drücken, außer Komala, glaube ich. Weil den hätten wir nicht sehr effektiv. Das einzige Problem an diesem Heatran-Set momentan ist, solange halt Glurak nicht in der Mega ist, stehen wir nicht ganz so mega geil da, muss man sagen, weil der dann nicht so viel macht. Aber solange auch Glurak X nicht in der Mega ist, hat er nicht so viel Bulk und Damage Power und alles. Deshalb, eigentlich muss er schon recht fix in seine Mega übergehen, meiner Meinung nach.
Dann haben wir noch Rotom Wash mit dabei, mit den Überresten am Start, eher defensiv ausgelegt. Wir haben so viel Special Attack, dass wir zum Beispiel einen Lamus two-shotten würden mit Void Wechsel. Ansonsten komplett physisch-defensiv, weil wir physische Moves abfangen müssen von Drapion, von Rhyperior, von Zard-X. Spielen Hydro-Pumpe, Void Wechsel, Donnerwelle und Auflockern. Ich habe erst darüber nachgedacht, ob wir Donnerwelle oder Auflockern weglassen und dafür Spukball spielen. Ich finde aber, dass wir Moruda eigentlich mit dem Team bis dato schon recht gut handeln können. Und wir mit Voidwechsel dann eben Momentum generieren können. Donnerwelle war mir sehr wichtig, dass Glurak X sich nicht denkt, oh, so im Late Game oder so, dass der dann mit die dann sweepen kann. Das will ich einfach mit der Donnerwelle immer verhindern können. Und Auflockern war noch recht wichtig, weil Tarnsteine doch auf Dauer sehr nervig sein können. Gerade für Zard-X will ich den eigentlich recht fit behalten, weil er dann maybe nochmal einen Move von Sam oder so leben kann, wenn die zwei am Ende dastehen und Sam halt noch den Sash hat zum Beispiel. Da haben wir natürlich Granbull wieder mit dabei. Granbull actually so ein geiles Mon in dem Squad. Ich bin richtig positiv überrascht. AKA ist es ein Mon, was halt kommen muss, weil wir müssen irgendwie die Filings checken. Da steht wieder Viridium. Da will ich den reinwerfen. Er hat auch dieses Mal tatsächlich auch nur Knuddler als Angriffsattacke dabei. Damit treffen wir zwar im Polion nicht sehr effektiv, haben aber dafür den Superzahn noch mit am Start. Den Superzahn finde ich sehr nice, weil wir damit im Polion als auch Rihornio 50% mitgeben und vor allem auch Lamus 50% mitgeben. Meine anderen Moves würden dem alle nur 30% oder so machen, also vor allem Lamus. Das heißt, der hat es einfach mit Regenerator wieder weg, was ich nicht ganz so geil finde. Wir spielen ansonsten noch die Donnerwelle und den Verhöhner. Donnerwelle wieder wegen Zard-X. Und Donnerwelle, Verhöhner ist auch wieder so eine Strategie, die wir ähnlich ja schon mal hatten, damit Pixie einfach nicht irgendeine Kack-Setup-Kacke betreibt gegen mich. Weil dann nach der Donnerwelle sind wir schneller, können den dann verhöhnen und dann ist der nicht mehr ganz so schlimm. Dafür habe ich es in Kauf genommen, nur den Knuddler zu haben. Ist halt nur für Empoleon problematisch und ich weiß gar nicht so sehr, ob Empoleon unbedingt kommen möchte. Der ist auf jeden Fall nicht ganz so scary. Ansonsten haben wir wieder 20 Speed, damit wir potenziell schneller sind als Rihornio. Haben ansonsten recht physisch-defensives Investment. Dieses Investment reicht auch eigentlich aus, damit wir von keinem Mon, aka vor allem von Viridium, nicht getushottet werden auf plus 1, meine ich, war es mit der Laubklinge. Gerade für Viridium ist das ja da, weil da ein Fighting Move immer ein bisschen kritisch ist für mein Team. Also gerade für die ersten vier kann man das recht blind drin sonst drücken. Deshalb ist der vor allem da als Check gedacht. Und zum Schluss habe ich noch mein Vesprit mit dabei. Ich habe hier echt lange rum überlegt, überhaupt wie dieses Team aussieht am Ende. Habe mich für Vesprit noch entschieden mit den Überresten Kehrtwende, Eisenschweif, Donnerblitz und Donnerwelle. Eben auch, dass ich Glurak X nicht setupen kann. Wir spielen extra so wenig Speed, dass wir eigentlich, solange Pixie kein Minus Speedwesen spielt, unter Pixie Speedwert sind, dass wir den eigentlich da reinwerfen und dann einfach quasi mit Slow Momentum U-Turn drücken und dann Katana oder Heatran reinwerfen können. Das ist die Strategie dahinter. Mir ist bewusst, ich spiele dreimal Donnerwelle, dass die Donnerwelle potenziell auf Pixie landet, ist nicht gerade unwahrscheinlich, weil ich die halt eben für Zard-X auch dabei haben möchte. Aber am Ende des Tages ist das etwas, was ich in Kauf nehme, da das auch mein Pixie-Switchen ist, weil wir sonst nicht so viel reinwechseln, weil Mondgewalt plus Hidden Power Ground ein bisschen nervig ist, habe ich auch hier ein Eisenschweif-Set, damit machen wir auf ein physisch-defensives Pixie mit Überresten. Glaube ich, haben wir immer eine 90% Chance mit Eisenschweif zu Free-Hit-KO'n leider nur. Dadurch, dass wir aber maybe dann auch in dem Moment eine Para arbeiten können, wir können Death Drops kriegen, wir können natürlich auch missen, ist das okay. Und Vesprit ist wirklich eigentlich nur für Momentum da, bin ich ehrlich. Wir haben noch Donnerblitz für Empoleon drauf, damit wir nicht gar nichts gegen den machen. Weil da auch nochmal Chip, genauso wie auf Slowbro, ist nice. Wir machen nicht wirklich viel gegen Rihornio, aber wir haben auch dagegen viele Monster, die den killen können mit Rotom Wash und sehr guten Switchen. Und ansonsten will ich halt mit meinem Vesprit eigentlich wirklich einfach nur Momentum generieren. Der soll einfach nur in Pixie reinkommen, dass ich was in Pixie reinwerfen kann, ohne viel Damage quasi zu nehmen, um meine anderen Mons reinzuwerfen. Und das ist der Squad. Ich habe lange darüber nachgedacht, Jan Mega auch reinzunehmen. Da war aber dann schlussendlich mein Problem, dass er doch recht viele Mons hat. Also Zard-X, Viridium, Dodri, die halt alle schneller sind, die einen effektiven Move haben, dann kippt Jan Mega um. Wenn ich Speedboost spiele, fehlt mir der Damage-Output ohne mein Facettenauge, ich weiß gar nicht, ich glaube Aufwertung heißt es sogar auf Englisch, Tinted Lens, nee, ich glaube das ist nicht Aufwertung. Auf jeden Fall die Fähigkeit, die nicht so effektive Attacken zu neutralen Attacken macht, bräuchte ich eigentlich für den Damage, gleichzeitig bräuchte ich auch den Speed, aber das Scarf-Set war auch nicht so geil für mich am Ende des Tages.
weil halt auch einfach Tarnsteine Jan mega enorm pressuren. Und ich kann mir gut vorstellen, weil er gute Tarnsteinliga hat, dass Tarnsteine sehr gut kommen können. Und ich wusste auch nicht, wen ich dafür rauspacken soll. Über Pandago habe ich auch eine Zeit lang nachgedacht. Der wäre auch offensiv wirklich stark. Aber da ist halt auch wieder so vieles schneller. Pixie könnte Speedy kommen und mich outspeeden und einfach umnocken. Und das hat mir dann am Ende des Tages auch missfallen. Und ich fand halt die 6 Mons in der Konstellation einfach besser. Die 2 letzten Mons geben mir so ein bisschen defensive Sicherheit. Rotom Wash ist so eine Mischform. Und die anderen 3 offensiv sehen halt auch absolut bangerhaft meiner Meinung nach aus. Und ich habe halt nur überlegt, Katagami oder Pandago. Und Katagami hat mir halt den Speed gegeben, der mir gefehlt hat. Plus möchte ich ja Pixie auch nach Möglichkeit gut töten. Deshalb habe ich mich dazu entschieden. Pitu und Stunfisk finde ich sind in dem Matchup echt nicht geil, meiner Meinung nach. Die haben sehr viele Probleme und ich kann die nicht, also ich habe nicht so viele Slots, dass ich die lösen kann. Stunfisk Problem ist eher auch vor allem das Typing und sein Speed. Flygon war noch eine Überlegung als physisch-defensiver Switch-in für Viridium. Da ist aber wieder das Problem, dass Flygons Damage-Output einfach leider zu wenig ist oder zu wenig war. Sodale, damit sind wir beim Kampf. Ich habe zum ersten Mal das Turnier nicht erstellt. Okay, da sind wesentlich andere Pokémon dabei, als ich erwartet habe. Viridium ist nicht da. Was das ein oder andere unnötiger macht als das andere. Aber overall sind das alles okay Pokémon, I guess, für mich. Wenn man jetzt nicht die Sancto-Klinge auf Bechamel dabei. Also Kampfmoves sind jetzt nicht unbedingt das, was wir unbedingt rausfeuern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Speedy Drapion ist. Ich überlege gerade, mit wem wir leaden wollen. Ich finde es sehr gut, dass Rhyperion nicht dabei ist. Das gibt mir allgemein einfach ein besseres Gefühl. Und ich sage euch ehrlich, ich sehe eigentlich kein Problem mit einem Rotom Wash Lead. Andererseits, finde ich Komala auch ein bisschen nervig, muss ich sagen. In Komala gescheit was reinzuwerfen wird schwierig. Allerdings, Granbulls Aufgabe ist hier gar nicht mal so wichtig. Der war ja tendenziell so für Viridium Dodria als Switching gedacht. Deshalb ist das overall in Ordnung für mich, muss ich gestehen. Und dann gucken wir einfach mal. Er hat halt mit Komala einen ganz guten T-Wave-Switching, was ein bisschen nervig ist. Rhyperia ist auf jeden Fall, wie gesagt, nicht dabei. Es war aber jetzt auch nichts, womit ich fest... Ich habe eigentlich mit fast nichts außer Saat X wirklich festgerechnet, bin ich ganz ehrlich zu euch. Er hat Alakazam nicht dabei, was gut für unser Speed hier ist. Moruda ist nicht dabei, das heißt, kein Spukball auf Rotom zu spielen, war definitiv die richtige Entscheidung. Und dann gucken wir jetzt einmal mal. Ich konnte die Musik nicht aussuchen, warum auch immer man das anscheinend nicht kann, wenn man nicht das Turnier erstellt. Aber hey, Ferrier kommt im Lied. Okay, das ist er hier. Ich überlege gerade, ob ich den einfach in Turn 1 T-Waven will. Weil ich sage euch, wie es ist. Der wird potenziell knocken oder irgendeine Kacke machen und ich will, dass mein Heatran schneller ist als der. Und ich glaube, deshalb T-Wave ich den hier straight up. Ich weiß, da kommt jetzt potenziell Knockoff, er geht auf dem Schutzschild. Okay, damit hätten wir schon mal diese Information. Ich weiß ja jetzt nicht, ob er drin bleibt oder nicht, ne? Könnte defensiv sein, könnte offensiv sein. Wir können eigentlich auch fast eine Hydro-Pumpe raushauen, wenn ich ehrlich bin. Also wir können mal kurz gucken, wie viel Rotom Wash gegen ein Komala macht. Weil der ist natürlich jetzt ein Switch, in der durchaus gut reinkommen kann und alleine... Ah nee, das hat die Assault West. Also wenn der nur Max HP Komala ist, dann machen wir dem echt guten Damage, muss ich sagen. Ich überlege, ob jetzt hier eine Hydro-Pumpe was ist, was ich machen will, oder ob ich weiter auf die T-Wave gehe. Ist eine etwas schwierige Entscheidung. Ich meine, wir würden Drapion mit Hydro auch sehr viel Damage machen. Ja, ich glaube, wir gehen auf die Hydro. Ich finde die eigentlich ganz nice und er geht aufs Toxin. Okay. Das heißt, Protect Toxic ist da so ein Ding. Jetzt hätte ich natürlich super gerne die T-Wave auf dem. Haben wir jetzt nicht bekommen, aber es ist okay, solange wir unsere Hydro connecten. Wie viel macht die denn? Die macht sehr, sehr guten Damage. Das spricht für physisch defensiv. So, und jetzt sind wir natürlich in der 50-50 drin. Geht er jetzt auf Protect, weil er meinen Volt-Switch erwartet. Plus, wir wissen auch, dass der schneller ist. Gehen wir auf die Donnerwelle. Ich will eigentlich auf nichts nochmal groß irgendwie was haben. Warte mal, wenn er... Kann ich nicht eigentlich hier in mein Katana gehen? Weil er wird wahrscheinlich jetzt noch Erdbeben und keine Ahnung was spielen. Eigentlich braucht er ja Knockoff oder so noch. Ich würde tatsächlich hier in mein Katana gehen, um ehrlich zu sein. Ich finde diesen aggressiven Play eigentlich ganz gut.
Ich vermute, er hat den maybe sogar als Check gespielt oder als Check geplant. Da bin ich jetzt gespannt. Also wir haben natürlich jetzt hier ein paar Möglichkeiten. Aber der dürfte mich mit Firefang niemals rausnehmen. Smart Strike macht eigentlich ganz guten Damage. Ich würde hier tendenziell eher auf meine Return gehen. Muss ich ehrlich sagen. Warte mal, ich muss mal mein richtiges Katana hier auswählen. Weil ich glaube auch Return sollte genug Damage machen. Das heißt, falls Glurak kommt, finde ich, ist Return auch fein. Wir könnten auch in die, also auf unseren Z-Move gehen. Dann hätten wir den straight up danach weg. Aber der wird, glaube ich, den nicht hart da reinwerfen. Ich gehe auf die normale Rückkehr. Okay, schade. Ich dachte, er protected hier, maybe. Aber dann war es das jetzt nicht. Und er spielt echt HP Fire. Hätte ich jetzt gesehen, wäre er weg. Aber jetzt, glaube ich, sind wir potenziell weg. Yep. Das ist super kacke. Ich dachte, er protected hier, maybe, nochmal eine Runde. Da hätten wir den einfach wegsiemoven sollen. Wir hätten den Boy einfach wegsiemoven sollen. Okay, das ist jetzt sehr, sehr schlecht für uns. Weil jetzt müssen wir unser Mega-Aerodactyl reinwerfen und haben super Druckmittel verloren. Wir hätten sie-moven müssen. Wir hätten sie-moven müssen. Für die Gefahr, dass er das wirklich macht. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, bin ich ehrlich mit euch. Aber es hätten wir machen sollen. So, und jetzt gehen wir auf Aeroas, damit wir nichts missen. Wir connecten damit alles. Das ist der mit okayeste Move. Ah, oh, das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, muss ich gestehen. Weil hätten wir einfach gesimuft, wäre der weg gewesen und Katana wäre noch so ein Böllerbeast gewesen. Das geht mir gerade richtig auf den Senkel, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ja, er kann protecten von mir aus. Das ist mir recht egal. Der died trotzdem an dem Scheiß. Ah, das wirft uns jetzt ein bisschen back, muss ich gestehen. Das wirft uns jetzt ein bisschen zurück. Ein bisschen hart zurück, weil das hat er gut gemacht damit. Ah. 28% sollte das auf jeden Fall sein. Das heißt, wir können nochmal auf Aeroas gehen. Er ruft sogar zurück. Geht in wen? Geht er jetzt in Polion? Nee, oder? Er geht in Dan. Das ist Slowbro vermutlich. Okay, maybe hätten wir auf Crunch wechseln sollen. Ja, bisher läuft es noch nicht 100%, bin ich ehrlich. Will er jetzt Siedewasser klicken? Hm, das ist aber okay, Damage, um ehrlich zu sein. Ich überlege, ob ich aggressiv weitermachen soll oder nicht. Ich meine, Rotom Wash können wir eigentlich gut reinwerfen. Wir können auch Carbonara gut reinwerfen, so ist jetzt nicht. Ich bin wirklich gewillt, einfach eiskalt Knirscher zu drücken und einfach auf die Kacke zu hauen. Weil das jetzt Rotom Wash kommt, ist klar, und ein Voltwechsel will er eigentlich nicht fressen. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt hier Rotom predicted, aber ich weiß nicht mit was. Mit Clefable oder so, maybe? Ha, wie viel würde denn Slowbro überhaupt an Damage gegen mich machen? Ich habe halt keinen Bock, dass der sich jetzt irgendwie doof setupt. Und wir hätten den jetzt genau in Range, wo zweimal Knirscher ihn rausnimmt. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem erstmal noch in Rotom Wash. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade zu obvious spiele. Ah, mich nervt dieser Zug gerade. Ich darf nicht mehr an diesen scheiß Rotom-Zug denken. Okay, war immerhin die richtige Entscheidung. Weil der wurmt mich gerade unfassbar. Also der Katana-Zug. Also der ist gerade in meinem Hinterkopf so fest verankert und geht mir gerade so auf die Eier. Es ist der Wahnsinn. Weil es war eigentlich obvious, dass der so ein bisschen physisch defensiv ist, aber mit Toxin und Schutzschild, ich habe echt nicht gedacht, dass der jetzt da HP Fire draufpackt, nur für den. Bin ich ehrlich. Und er hat nochmal Protect, okay. Das ist Toxic Stall. Cool. Ich bin überrascht, dass man gegen den Squad von mir Toxic Stall mitbringt, aber okay. Kann man machen. Das heißt, wir wissen jetzt auch, dass der Scald und Protect hat. Scald, Protect. So, wir gehen trotzdem weiter auf den Voidwechsel, weil ich damit halt einfach nichts verliere und super viel Chip-Damage bekomme auf den. Er kriegt natürlich weiterhin Chip-Damage auf mich. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Weil Katana wäre eigentlich gerade gegen das Team wichtig gewesen. Deshalb war es nicht mein Play, nicht einfach den Z-Move zu poppen. Es gab eigentlich auch keinen Nachteil, den Z-Move zu poppen, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir nur, maybe für Sat-X will ich mir den noch aufheben. Offensichtlich eine große Fehlentscheidung. So, Odin kommt rein, das ist wahrscheinlich Komala, das dachte ich mir. Jetzt haben wir halt keinen großen physischen, also mega krassen physischen Breaker mehr, der richtig viel Damage macht. Ich meine, Mega Aerodactyl macht immer noch sehr viel Damage. Der muss jetzt auch rein, der muss jetzt seine Steinkante abfeuern. Aber es ist halt alles jetzt nicht so schmackofatz, um ehrlich zu sein. Es ist nicht so schmackofatz. Und er hat auch Überreste, oh Mann. Das sieht nach Spaß aus. Wahrscheinlich hat der auch Wish Protect. Wir gehen einfach auf Steinkante. Ich vermute stark, dass jetzt hier sogar nochmal Schutzschild kommt.
Wir haben ein paar Überreste-Informationen. Wir wissen auch, dass der Überreste hat. Ich gehe eigentlich davon aus, dass gefühlt alles um seine Mama Überreste hat. Ja. Ah, das könnte halt jetzt ein schwieriges Match für uns werden, muss ich gestehen. Weil eigentlich Katana outspeedet halt einfach alles. Das ist auch das, was ich jetzt gerade realisiere. Die outspeeden ja beide einfach alles. Wir hätten damit so immens viel Pressure insgesamt machen können. Das war ein Crit, das ist geil. Jetzt muss er nämlich eigentlich protecten. Außer er denkt sich, okay, den nächsten Hit lebt er eh. Gehen wir auf Knirscher hier, um potenziell die Damage Roll zu nehmen. Weil der ist Fist Death, das weiß ich. Boah, die Damage Roll ist schon nicht in unserem Favor. Also ich sag mal, der ist jetzt bei ca. 52% und dann haben wir eine richtig, richtig niedrige Chance. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder in Rotom Wash gehen. Wir können auch offensiv gehen in Heatran. Bin ich ehrlich, ist auch eine Option. Aber wenn er Siedewasser drückt, ist halt auch kacke. Wir können in Carbonara gehen, dann Donnerblitz klicken. Ja, ist aber auch alles nicht so geil, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich gehe... Naja, aber es lohnt sich nicht wirklich, wieder in Rotom zu gehen. Bleiben wir einfach drin und fressen das Siedewasser. Also wir werden es auf jeden Fall leben. Wenn wir aber geburnt... Nee, wenn wir geburnt sind, sind wir am Arsch. Wenn wir geburnt sind, sind wir am Arsch. Und das weiß er, deshalb kann er eigentlich hier auf Siedewasser oder Psychokinese sogar nochmal gehen. Ich weiß nicht, ob Rotom Wash das Ding ist. Tagedieb kommt. Na, hätten wir maybe... Maybe sogar angreifen sollen, ja. Das Ding ist eigentlich, ist unser Team ganz gut gegen defensive Spielstile aufgebaut, aber jetzt gerade läuft es wirklich gar nicht. Also das Katana gedroppt, das ist so schlecht, das ist der Wahnsinn. Also das hat er leider sehr, sehr gut gemacht und gepreppt auch. Da kann ich leider nichts anderes sagen, ist das Problem. Da ist halt leider das Problem, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Jetzt muss ich die Suppe irgendwie wieder auslöffeln. Und das Ding ist, wir dürfen eigentlich nichts verlieren. Ich glaube, sobald wir jetzt, also wenn wir jetzt verlieren und Pock halt gewinnt, ich glaube, Pock ist zumindest an der Spitze gerade, ist sehr schwierig, irgendwas zu machen. Ich meine, ich weiß halt, was ich drücken muss, außer in der Katana-Runde. Das war einfach nur lost. Hätten wir Drapion weggehabt, wir wären auf plus 1 gewesen, er hätte Sat-X reinbringen müssen. Und dann wäre alles schon mal sehr viel schöner gewesen. Also wirklich sehr, sehr viel schöner. Aber naja. Ich meine, auch eine T-Wave auf Drapion würde es mir einfacher machen. Müssen wir auch noch gucken, dass wir an dem Punkt irgendwie kommen, dass das funktioniert. Wir können mal kurz gucken. Mich interessiert einmal kurz Rotom Wash. Gegen den Boy. Ich meine, er ist davor in Slowbro gegangen. Wir werden halt jetzt wieder Mega Aerodactyl reinwerfen. Und dieses Mal werde ich auf Knirscher gehen. Dass wir da gekrittet haben, war natürlich sehr lucky. Ne, das steht, denke ich mal, außer Frage. Komala. Haben wir jetzt, weiß ich nicht, nicht allzu viel Damage gemacht, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ey, wie wissen wir ja, dass er das nicht ist? Das sieht schon... Das muss Bedef Komala sein, eigentlich. Eigentlich muss das ziemlich sicher Bedef sein. Weil vom Damage her müsste das so hinausgehen. Wir gehen jetzt auf Knirscher wegen dem Slowbro. Er hat doch ein Schutzschild drauf, schade. Ach ja, Schutzschild, Freunde. Schutzschild. Haben wir heute in diesem Kampf noch gar... Ich glaube, er hat auf jedem seiner Pokémon Schutzschild. Ich glaube, er hatte so viel Angst vor Katanas, Simo vor allem. Was ich aber auch sehe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir gehen trotzdem auf Knirscher, weil eigentlich... Ich sehe nicht, was Komala mir groß macht. Am Ende des Tages. Ich hätte jetzt gerne Homeclaws, aber... Leider haben wir nicht so viel Damage-Potenzial. Der hat wahrscheinlich eine Antibodenbeere. Sollte aber auch guten Damage machen. Ja... Aerodactyl. Der wird doch... Wird er jetzt hier angreifen? Oder wird er jetzt hier Rocks legen? Eigentlich wäre ja immer Rocks der Play fast. Also wenn er keine Antiboden... Er hat eine Antibodenbeere, weil da sind keine Leftovers. Dann würden wir den jetzt potenziell killen. Ohne Antiboden würde der aber keinen Sinn ergeben in meinen Augen. Gehen wir in Rotom. Eigentlich sehe ich nicht wieder ein Problem, in Rotom zu gehen. Wir können zur Not auch defoggen. Ha, maybe hätte ich sogar mich EQ trauen sollen, weil er eigentlich jetzt hier rocken muss. Ja, und der rockt auch. Fuck, ich hätte es mich trauen. Ich traue mich halt auch gerade nichts. Aber das Problem ist dadurch, dass ich Katana verloren habe, muss ich Mega Aerodactyl als Wincon hier sicher behalten. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Jetzt muss ich mich halt entscheiden, ich muss hier defoggen eigentlich. Es geht nicht anders. Ich muss diese Tarnsteine wegbekommen. Okay, das ist dann Sugarberry Empoleon.
Mit den Tarnsteinen, auf was geht er? Geht er jetzt einfach immer weiter auf Rocks, weil er die liegen lassen will? Siedewasser kommt, okay. Das ist actually in Ordnung für mich. Das ist wirklich... Also er chippt Rotom weiter runter, was er durchaus auch machen will. Aber es ist mehr oder minder erstmal in Ordnung. Wir müssen halt Pixielow bekommen und dann kann potenziell am Ende des Tages Mega Hero das noch nach Hause holen. Okay, wir kriegen den Voidwechsel actually raus. Das ist guter Chip. Chip ist Chap, sage ich da. Und er wird halt jetzt Tarnsteine legen. Hallo Spiel? Ich wollte gerade sagen. Wird er jetzt niemals Siedewasser klicken, oder? Oder? Ich überlege, ob ich jetzt in mein Heatran gehe oder ob ich in Mega Aerodactyl gehe. Ich glaube, Heatran ist die sicherere Variante, falls er jetzt einfach wieder Siedewasser drückt. Weil mein Problem ist, dass ich habe halt mein scheiß Vesprit hier langsamer gemacht. Aber ich glaube, Vesprit ist trotz allem das Beste, oder? Dann drücken wir Donnerblitz, da kommt gerade nicht wirklich was rein. Wobei Drapion da halt auch nicht geil ist. Wobei Drapion dürfte eigentlich nichts haben, weil Drapion ziemlich sicher EQ spielt. Das heißt, ich glaube, wir gehen mal in Vesprit. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt hier Siedewasser drückt, weil er sogar den Value drüber sieht. Aber ich glaube, es kommen einfach wieder die Rocks, okay. Es ist mehr oder weniger okay. Ich weiß nicht, ob er Empoleon jetzt hier abwirft. Könnte er machen, muss er aber nicht. Wir können auf die Kehrtwende auch gehen, weil wir tendenziell langsamer sind. Andererseits braucht er Empoleon eigentlich nicht mehr wirklich. Das heißt, er könnte den jetzt auch einfach abwerfen oder als Sack behalten, weil er sowas wie Komala oder Drapion reinwerfen kann. Eigentlich darf ich auch Komala nicht zum Wish kommen lassen. Das ist so das Problem. Und ansonsten Wish Komala hier gleich. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich glaube, wir gehen sogar auf die Kehrtwende. Okay, wir kriegen Siedewasser ab. Wir hätten Donnerblitzen sollen. Andererseits kriege ich jetzt maybe wieder einen Defog. Und wir kriegen den Burn. Das ist ziemlich kacke. Aber okay, er wird sich jetzt wundern. What the fuck, wie slow ist das Ding? Aber es ist okay. Ich denke, wir schicken... Boah, schicken wir jetzt Mega Aerodactyl rein, um den zu killen, weil halt einfach nichts da reinkommen kann. Eigentlich können wir das schon machen, ne? Können auch Rotom Wash reinwerfen. Defog kriegen wir aber, glaube ich, nochmal. Ich glaube, wir schicken Mega Aerodactyl rein, damit der killt. Wir schicken den jetzt rein zum Killen. Ich weiß, ich muss jetzt in Rocks rein. Mir gefällt das auch alles nicht. Leider spielt mein Typ das hier sehr gut und nicht sehr schlecht. Wir gehen auf Knirscher, das sollte hier mal reichen. Ich denke, er wird den jetzt auch abwehren. Er ruft ihn zurück. Geht er in Slowbro? Klot haben wir noch gar nicht gesehen. Ist das jetzt Pix? Boah, es läuft überhaupt nicht! Halleluja! Das ist ja eine Katastrophe gerade. Wir müssen offensiv in Heatran gehen, glaube ich. Oder wir können auch in... Aber wenn der jetzt anfängt zu kommen, meinten... Wir gehen offensiv. Ich muss jetzt offensiv Druck machen. Ich habe das Gefühl, ich hole hier gerade nichts raus. Kein Value, gar nichts. Und jeder Spielzug ist einfach kacke für mich, habe ich das Gefühl. Oh, ich spiele das hier leider auch echt nicht gut. Also es hätte hier die ganze Zeit schon anders laufen können. Einfach nur dieser eine scheiß Katana-Spielzug, ne? Das ist der Wahnsinn. Einfach den Z-Move drücken. Einfach nur simpel den Z-Move drücken wäre es gewesen. Wer jetzt auf HP Ground geht, der könnte auch T-Waven hier an dem Punkt, fällt mir gerade auf. Er ruft zurück und geht in... Klaus. Wer war Klaus? Sympoleon, das ist okay, den kill ich. Das ist fein von mir, das heißt, wir gehen jetzt, denke ich, einfach auf Erd... Ja, Erdkräfte ist, glaube ich, nicht so schlau. Wir können auf die Finsteraura gehen, um auf Slowbro zu erwischen. Oder halt einfach Flammenwurf. Ich finde, overall, glaube ich, Flammenwurf am besten. Okay, er ruft den zurück. In wen geht er? Er geht in Ratz. Ist das sein Glu... Oh mein Gott. Jetzt eine Antikraft, ne? Wäre so schmackofatz. Okay, eigentlich. Nee, muss ich ja raus wegen Erdbeben. Ich muss raus wegen Erdbeben. Ich habe keine Wahl. Ich muss Granbull reinschicken auch. Oh mein Gott. Also, dass Tarnsteine auch liegen, ist eine Katastrophe. Es ist alles gerade kacke. Das Problem ist, er kann hier sogar D-Dance sich erlauben. Geht er auf die Mega? Okay, er geht direkt auf die Mega. Es gefällt mir alles nicht. Jetzt eine Antikraft gehabt zu haben, wäre auch wieder wertvoll. Aber da habe ich mich gegen im Teambuilding entschieden. Geht er einfach nur auf dem Erdbeben? Okay. Ich weiß ja nicht, in wen er jetzt geht. Da kann ich nicht abschätzen. Wahrscheinlich Slowbro. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, und da er eigentlich keine T-Wave abbekommen will, sollte er jetzt in sein
Bro gehen. Und deshalb predikte ich das jetzt, glaube ich, mit Rotom Wash. Bro oder Komala, weil ich muss defoggen. Und ich hoffe, ich komme zum Defoggen. Ich sehe keinen anderen Moment gefühlt, wo ich gescheit zum Defoggen komme. Okay, er wechselt raus. Eigentlich sollte Rotom alles, was nicht Drapion ist, outspeeden. Empoleon kommt auch. Oh, okay, Empoleon ist auch nervig. Der ist actually auch nervig, weil der kann mich protecten. Und er kann jetzt konstant einfach sagen, okay, ich verhindere, dass du defoggst, indem ich einfach Tarnsteine drücke. Die kann er jetzt einfach konstant runterdrücken. Das würde er, glaube ich, hier auch machen. Deshalb, glaube ich, gehe ich einfach auf Voidwechsel. Der wird den jetzt abwerfen. Der wollte ihn schon 3 Millionen Mal abwerfen, ja. Deshalb okay. Also wir können versuchen, nochmal zu einem späteren Zeitpunkt maybe irgendwas zu reißen. Aber ist unwahrscheinlich, dass wir das nochmal hinbekommen. Und ich würde an dem Punkt... Wir könnten Vesprit reinwerfen, um ehrlich zu sein. Ich sehe jetzt in Vesprit nicht mehr so viel Value. Dann könnte Drapion kommen, aber Drapion ist mir egal. Ich weiß nicht, ob Drapion... Also Drapion muss meine Meinung... Er könnte auch Knockoff spielen, bin ich ehrlich. Ich finde aber Vesprit mit am besten gerade. Bin ich ganz ehrlich. Den reinzuwerfen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt mal einen Kill gemacht. Das Problem ist nur, Komala kann jetzt reinkommen. Und Komala kann jetzt immer Wish drücken. Und quasi sicheres Momentum mehr oder minder geben. Das ist halt auch kacke. Also es läuft wirklich gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Katana wäre so gut und er hat Katana so früh eliminiert. Ich weiß nicht, warum ich das so spät erst erkannt habe, wie gut der ist. Okay, es kommt sogar Drapion. Er könnte knocken. Ich werde aber, glaube ich, einfach nur mit der... Na? Ich werde auf die Donnerwelle, glaube ich, hier sogar gehen. Und hoffen, dass ich den maybe noch geparat kriege, dass Heatran schneller ist. Er geht auf Erd leider echt Abschlag dabei. Maybe leben wir das. Gut, bitte connecte. Bitte. Okay. Weil damit ist jetzt Heatran auch schneller. Und dann haben wir mit Heatran auch immer ein Mon, was den killen kann. Das ist auch recht gut. Das gibt uns so einen gewissen Grad an Sicherheit. Sterben wir schon am Burn? Nee, okay. Wäre okay gewesen, dass wir mit dem sterben. Ich will nicht, dass nochmal was anderes genockt wird. Wir opfern jetzt hier Vesprit, gehen auf Donnerblitz. Belastend. Schwierig, belastend, man hasst. So, bleibt er einfach drin, er geht auf Protect, yo, passt, ist okay für mich, wie gesagt. Ich will einfach nur Heatran reinbekommen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Da ist momentan mein einziges Ziel. Ich glaube, Komala kann leider auch Erdbeben, ne? Yep. Aus irgendwelchen Gründen kann dieses Scheißviech das. Und ich will halt auch nicht, dass mein Bro Mega Aero zu viel Damage bekommt. Durch diese Tarnsteine. Ich weiß auch nicht, ob wir nochmal einen guten Moment finden, um den rauszunehmen. So, wir sollten jetzt hier einfach Erdkräfte klicken. Weil der hat so viel KP, dieses Drapion, dass ich da den gerne weg hätte. Ich hoffe, er lässt mich den bieten. Weil eigentlich in Flammenwurf will er nichts reinwerfen. Ich weiß nicht, ob er sich traut, Slowbro reinzuwerfen, weil er gesehen hat, dass wir offensives Heatran sind. Deshalb weiß ich nicht, ob er das macht. Saat-X kann er nicht reinwerfen. Komala wäre eine Option und das war es eigentlich. Ich glaube nicht, dass er sich Bro traut, außer er macht so wilden über Earth Power Dark Pulse oder so, das könnte er machen. Aber bisher spiele ich leider mein besseres Matchup echt schlecht aus. Also richtig kacke. Also ich würde zumindest sagen, ich habe das bessere Matchup und ich spiele das leider hier nicht gut aus. Mein Typ spielt das relativ gut. Hat seine Protects dabei, mit denen er immer gut scouten kann. Haben wir ja am letzten Spieltag auch ähnlich gemacht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass auf Pixie auch... Mein Problem ist, Pixie war noch gar nicht auf dem Feld. Er wechselt wirklich in Wingita. In Dan. Wer ist Dan? War das Slowbro? Okay. Das ist erstmal okay. Weil wir jetzt Erdkräfte-Damage bekommen. Ich weiß nicht... Okay, das war echt viel. Ich weiß halt nicht, ob er jetzt nochmal einen Wechsel wagt in keine Ahnung wen. Aber quasi Saat-X reinkriegen will. Das könnte er machen. Aber ich sag, dass wir Slowbro potenziell wegbekommen, wäre geil. Und er kriegt potenziell dann einfach Saat-X rein. Ich weiß, aber ich will die Finsteraura hier drücken und den potenziell killen. Er geht auf Protect und jetzt ist eine 50-50. Mega geil. Haben wir Bock. Es läuft auch irgendwie gerade nicht. Also das Ding ist, wenn ich jetzt nochmal Finsteraura klicke, töte ich den potenziell, weil der physisch defensiv ist. Und er braucht den eigentlich noch, um Dings zu checken. Wenn ich jetzt Erdkräfte drücke und er Saat-X reinwirft, ist der dead. Und eigentlich braucht er auch Saat-X noch, meiner Meinung nach, damit er Heatran halt einfach auch gut killen kann.
Weshalb ich jetzt nochmal auf Finsteraura gehe. Und es war eine Fehlentscheidung. Das gibt es nicht. Odin, wer ist das? Das ist Komala. Ja, das ist erstmal in Ordnung. Mehr oder weniger. Ja, maybe hätten wir den predikten müssen. Das Problem ist halt, der kann Erdbeben. Ich kann nicht groß was in den reinwerfen, ist das Problem jetzt. Wir können hoffen, dass er Erdbeben drückt und dass wir mit Defog die Steine wegbekommen. Aber dann kriegt er einen Wish und halt... Ist mir jetzt nicht eigentlich recht egal, wen er halt... Ja, nee, wenn Drapion full ist. Wobei, Drapion macht nicht groß was gegen das meiste. Er könnte Sat-X wieder hochheilen. Wäre das okay für mich? Ich glaube, das wäre okay. Ich werfe Rotom rein. Ich weiß gerade auch nicht genau, was ich machen soll. Ich drücke maybe auch allgemein ein bisschen schnell gerade. Aber ich glaube, ich bin mit der Gesamtsituation überfordert. Ich sehe nicht. Okay, er drückt auf Wish. Das heißt, wir kriegen jetzt nochmal einen Defog. Immerhin etwas. Ich weiß noch nicht genau, wen er wischt. Wahrscheinlich Drapion. Aber das ist, glaube ich, erstmal in Ordnung. Ich weiß, er hat Protect. Aber ich glaube, überleben wir noch einen Toxic plus Protect? Aber solange er Komala hat, gewinnt halt auch mein Heatran nicht. Und solange Pixie noch voll ist, gewinnt auch Mega Aerodactyl nicht. Ja, ist alles schwierig. Okay, wir kriegen unser Auflockern raus. Und damit hätten wir jetzt schon mal die Steine weg. Gut, immerhin etwas. Und er geht auf Bulk ab. Okay, wild. Dann maybe... Aber wir haben doch Protect auf dem schon gesehen. Was ist sein einziger Also der hat ja dann... Bin ich doof oder hat er dann nicht nur einen Angriffsmove? Was ist sein Attacking-Move, frage ich mich gerade. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall jetzt auf Hydro-Pumpe gehen, weil wir brauchen Damage auf dem. Er wird wahrscheinlich... Er protected nicht, okay. Bin ich doof? Habe ich mir Protect bei dem falsch aufgeschrieben? Aber der hat es doch, oder? Ja gut, jetzt kann er gegen Mega Aerodactyl gewinnen. Das sehe ich, das sehe ich. Ich kann ihn halt versuchen zu taunten. Mit Granbull. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Ja, ich glaube, dieses Komala-Set könnte jetzt einfach gewinnen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo das Ding einfach gewinnt. Das ist schlecht. Vor allem wäre jetzt Sanktuklinge Gold wert. Aber dann darf er nicht Mono-Erdbeben spielen. Dann muss er Return spielen. Dann kann ich noch hoffen, dass maybe Heatran das irgendwie reißen kann. Anders wird das hier nichts mehr. Lichtkanone Spedef Drop ist, glaube ich, das Beste, was ich hier machen kann, oder? Gucken wir mal kurz Bedev Komala an. Gegen meinen Heatran. Es ist der Wahnsinn. 35 bis 42 macht Flammenwurf. Flashcan macht nur 32 bis 38. Ich würde jetzt eine Runde einmal auf Flammenwurf gehen. Geht auf Schutzschild, holt sich nochmal seine KP, macht er richtig. Leider Gottes natürlich. Ja, ich glaube, wir müssen auf die Lichtkanonen Bedev Drops gehen. Anderes oder Erdkräfte Bedev Drops oder so. Anders sehe ich das hier nicht winnable in dem Matchup. Wir gehen auf Lichtkanone für den Spedef Drop. Okay, das ist aber guter Damage, muss ich sagen. Er spricht natürlich einen Wunschtraum aus. Oh, bitte lass das jetzt nicht so Wish Protect-Kacke werden. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Wir müssen drauf. Also ich kann nichts anderes machen und er im Endeffekt auch nicht wirklich. Geht jetzt auf Flammenwurf, falls er nicht protected, weil ich glaube, Flammenwurf macht slightly natürlich mehr Damage. Aber er protected, das heißt im... Oh Gott. Na, das kann was werden. Also wenn wir ein Spedef Drop, glaube ich, bekommen, dann haben wir schon gute Karten, dass wir das Matchup gewinnen können. Aber ansonsten wird es schwierig. Eine T-Wave auf Sat-X wäre auch Gold wert. Die haben wir aber nicht. Weil dann würde, glaube ich, Heatran hier alles so ein bisschen abräumen. Und jetzt muss ich Heatran genau für so eine Kacke benutzen. Ich hasse Spedef Drop! Ach, du heilige Kacke. Ach du heilige Kacke. Ja, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ein Katana mit einer Sanktuklinge wäre jetzt cool, Downy, ne? Das wäre schon echt Schmack und Fatz, würde ich sagen. Bitte Kritz, Bedev Drop, irgendwas. Wir kriegen aber auch gar nichts von beiden, ne? Wir kriegen wirklich gar nichts. Das ist halt schlecht. Weil der kriegt Leftovers, der hat noch einen Protect. Ich glaube, wir kommen an dem Bären nicht vorbei. Ich glaube, wir kommen an dem Bären nicht vorbei. Wir können... Ich weiß nicht, ob Dark Pulse Flinches irgendwie besser wären. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, es ist wirklich Spedef Drop einfach ziehen. Da ist er ja! Hat er gewischt? Okay, er hat leider gewischt. Das Ding ist, er muss halt jetzt eigentlich protecten.
Weil sonst kill den Flammenwurf. Aber der Speed-F-Drop ist wichtig und richtig. Damit wir hier zumindest wir für unsere Seite ein bisschen Progress reinbekommen. Magma Storm wäre auch cool. Weil so mit Trapping wäre der auch mega geil. Ja, ich sehe schon, die Teambuilding-Entscheidungen haben es leider auch. Oh, maybe reicht das mit ganz viel Glück. Ich bezweifle es. Ja, das dachte ich mir. Und jetzt kommt noch eine Return. Das heißt, er merkt, er gewinnt das nicht. Boah, macht die viel. Aber sie reicht nicht aus. Es war aber ein Crit. Ah, das ist bitter. Jetzt muss ich auch noch überlegen, ob ich weiter auf den Flammenwurf gehe. Ja, muss ich eigentlich, ne? Ja, muss ich. Mir bleibt keine andere Wahl. Wenn ich den wegbekommen will, muss ich Flammenwurf klicken. Sonst wird das hier nichts. Er geht natürlich nochmal auf Schutzschild. Ist, also muss er ja machen, ist ganz klar. Uiuiuiuiuiui. Ja, das glaube ich kann fast nichts mehr werden für uns. Außer wir kritten jetzt, dann haben wir maybe noch eine ganz winzige Chance. Aber auch dann nur mit ganz viel Yellow Magic. Und dann verdient wäre dieser Sieg auch nicht. Also bei weitem nicht. Also es sieht momentan sehr schlecht für uns aus. Habe ich mir auch selber zuzuschreiben, muss ich sagen. Da kann ich leider wirklich nichts gegen sagen. Weil hätten wir jetzt noch unser Katana gehabt, hätten wir allgemein noch ein Mon, das schneller wäre als das meiste. Ja. Das war alles dann Crit. Schade. Rückkehr kommt. Killt mich jetzt natürlich. Ist klar, wir müssen in Mega-Aerodactyl gehen. Ich habe keine andere Wahl. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, auf wie vielen Boosts der hinaufgeschossen ist, der werte kleine Scheißerli hier. Aber er hat halt noch zu viele Monster, mit denen er einfach gegen Aerodactyl jetzt am Ende des Tages noch gewinnen kann. Können wir mal kurz gucken, auf wie viele Boosts hat der. Der ist plus 3. Und sein Fluchtwert ist aber auf minus Dingsbums. Das heißt, ich muss hier eigentlich nicht mal Angst haben, ob ich Steinkante sollte ich immer hitten. Dann ist das auch der stärkste Move, den wir hier drücken können. Und der beste. Ja, ich sehe halt jetzt noch nicht so ganz... Boah, sehe ich noch irgendwie einen winnable Move? Wenn Clefable aus irgendwelchen Gründen... Ja, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nicht physisch defensiv ist. Und wir... Weiß ich nicht, was alles noch passieren soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mit Reich, besser ist. War sogar ein Crit, wow. Ich glaube aber nicht, dass der Crit gemeldet hat, um ehrlich zu sein. Ich meine, der ist jetzt auch nur Komala. Zumindest, wenn das Bedef ist. Plus 3 macht Steinkante immer noch 31% Min-Damage. Wenn das Bedef ist. Bei Fist-Def weiß ich es nicht. So, da kommt Slowbro natürlich, ist ganz klar. Ist jetzt natürlich die Frage, wie wir das hier spielen. Aber wir versuchen hier noch eine T-Wave quasi drauf zu bekommen. Dass wir mit Yellow Magic gewinnen können. Und ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, es ist Yellow Magic. Es ist Yellow Magic. Ich glaube, es ist Yellow Magic Time, Freunde. Anders wird es hier, glaube ich, einfach nichts. Ich hoffe, Siedewasser burnt mich jetzt nicht. Weil anderweitig, wie gesagt, drehen wir das hier nicht. Wenn wir das hier drehen wollen, dann müssen wir volle Kanne auf Pokémon Hex gehen. Okay, dass der jetzt auch burnt, ist scheiße. Wobei, andererseits muss man sagen, bei Granbull geht es nicht um den Burn. Der ist nicht so schlimm. Auf dem zumindest. Ist es okay. Es ist vertretbar. So. Donnerwelle. Wir gehen auf die letzten Siegchancen, die vorhanden sind. Mehr geht nicht. Im besten Fall wechselt er maybe jetzt noch in Pixie oder sowas. Keine Ahnung. Und dann können wir damit noch was machen. So, wir kriegen die Donnerwelle raus. Einer der wenigen Wincons, die wir noch haben, spielen wir damit aus. Er ist geparat, cool. Okay, wie muss ich das jetzt weitermachen, wenn ich das damit gewinnen will? Ich müsste Pixie noch irgendwie paaren, wir könnten aber auch einfach Superzahn drücken. Würden wir auch schon gut Damage machen. Dann wäre der schon recht low und wir würden den mit Knirscher immer two-shotten. Und ich glaube, das machen wir sogar. Ich glaube, ich will den einmal 50% abziehen, weil dann sollten eigentlich zweimal Knirscher den immer rausnehmen. So, Dalle. Nochmal eine Fullpara. Ui, boy. Das heißt, wir taunten den, glaube ich, als nächstes. Und gucken mal, was wir noch... Also, ich wüsste jetzt nicht, wie Mega Aerodactyl alleine gegen Clefable gewinnen kann. Aber ich sage euch, wie es ist. Wir tun alles dafür, dass das irgendwie noch funktioniert. Wir holen hier nochmal das Möglichste raus. So, fällt auf Verhöhner rein, geht weiter auf Siedewasser. Okay, ja, ist leider schlecht. Tendenziell ja schlecht, vor allem, weil das jetzt killt. Und jetzt brauchen wir eine Para potenziell.
So eine Para wäre jetzt Schmackofatz. Und dann müssen wir irgendwie gegen Pixie gewinnen, müssen noch ein paar Steinkanten hitten. Traurigerweise sind wir gerade noch im Game, je nachdem, was das für ein Pixie ist. Traurigerweise, muss man fast schon sagen. So, bitte. Mega Aerodactyl, sein Gönner. Also, ich vermute eigentlich, dass er wechseln wird, aber es ist okay, weil wen will er groß reinwerfen? Bei Pixie ist auch die Gefahr, dass ein Death Drop kommt. Deshalb weiß ich nicht, ob er den reinwerfen will. Ich könnte hier auch Steinkante klicken oder Aeroas, aber ich gehe jetzt hier auf Knirscher, weil ich kann mir gut vorstellen, er kann eigentlich einmal hier drin bleiben, weil er wird ja diesen Knirscher leben. Und wenn er dann Siedewasser schon bekommt, dann ist GG, weil Clefable wird einen Move leben und er hat sicher Mondgewalt oder irgendeinen Angriffsmove gegen mich drauf. 100%. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass dem nicht so ist. Ja, und ansonsten schwierig. Okay, ich glaube, okay, er wechselt. Schade. Mir wäre lieber gewesen, wenn er drin geblieben wäre und Ratz kommt. Wer war das? Das ist Glurak X. Okay, von mir aus. Dann zackt er den vermutlich einfach, damit er sicher in Pixie kommt. Das war echt viel Damage, wow. Will ich einfach weiter Knirscher dann drücken? Nee, ich glaube, Erdbeben ist ja jetzt schlauer. Andererseits könnte... Ja, aber er wird jetzt niemals in sein Slowbro wieder gehen. Wir gehen einfach... Also wenn Knirscher schon reicht, dann reicht hier Aeroas auch, oder? Ja, Aeroas sollte immer reichen. So, und damit sollte der weg sein. Ich weiß gar nicht, habe ich ihm Aeroas schon gezeigt? Fällt mir gerade auf. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Wenn ja, könnte das jetzt sogar dumm gewesen sein. Weil eigentlich hätte ich auch einfach Knirscher oder Erdbeben nochmal drücken können, aber sollte er nochmal irgendwie wechseln, ist das der beste Midground. Und es kommt Ferrier. Drapion. Hat der eine Antibodenbeere? Oder warum kommt der jetzt noch rein? Ich drück doch jetzt Erdbeben. Damit ist... Hat er Erdbeben noch nicht gesehen auf dem? Ich glaube, er hat das noch nicht gesehen und hat Angst vor Iron Head. Damit ist Drapion weg. Okay, wir räumen zumindest nochmal ein paar Kills ab. Immerhin etwas. Mega Aerodactyl gönnt sich ein bisschen wieder für die Killrangliste. Ey, wenn wir das jetzt noch irgendwie drehen, ne? Dann peile ich aber auch die Welt nicht mehr gefühlt. Okay. Mega Aerodactyl, dein Moment ist gekommen. Wir brauchen eine Para. Para und Mega Aerodactyl, jetzt ein Death Drop wäre auch noch wild. Komm, Death Drop, Death Drop, Death Drop. Keine Para, das ist sehr schlecht. Das ist schlecht. Ich glaube, damit ist GG. Bitte keine Burn. Okay, immerhin kein Burn. Aber ich glaube, Clefable lebt jeden Hit. Wir gehen trotzdem weiter auf Knirscher. Ich glaube trotzdem, dass das der richtige Way to go ist, weil Steinkante, wenn die misst, ist eh vorbei. Und ich glaube trotzdem, dass mit Knirscher die besten Odds sind. Komm, irgendeine wilde Damage Roll oder so oder eine Para. Para, Para, Para. Schade. GG am Mindtube. Ich habe das leider grottig gespielt. Ich habe mir selber meine Siegchancen richtig gut kaputt gemacht. Also wie gesagt, ich glaube immer noch, dass ich das bessere Matchup hatte. Ja, ja. Hacks waren auf allen Seiten, glaube ich, ein bisschen was vorhanden. Ich meine, wir haben noch ein 2-0 irgendwie rausgeholt. Ich weiß noch nicht genau wie, aber es hat irgendwie funktioniert. Ja, ich bin nicht zufrieden mit... Also gar nicht zufrieden. Das war so schlecht gespielt meinerseits. Also hätten wir einfach den Z-Move am Anfang gepoppt mit Katagami, der wäre einfach auf plus 1 schon gewesen. Hätte Sat-X reinschicken müssen, dann hätten wir sogar überlegen können, ob wir Sat-X einmal nur mies eine mitgeben. Ja, ich glaube, wir hätten das mehr als nur gewinnen können. Also unsere Siegchancen waren zu 3 Millionen % da. Weil, wie gesagt, besseres Matchup. Ich meine, so schlecht war das Teambuilding nicht. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit reingesteckt, wie ich gerne hätte, aber hey. Ja, wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Mein Chip hat das sehr, sehr gut gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Dementsprechend, ja. Die Hacks waren tendenziell im Übrigen natürlich eher auf unserer Seite. Also ich denke mal, das ist offensichtlich. Würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. PBA-Sieg wird jetzt ganz, ganz schwierig. Bis dann und ciao. Bye, bye.